Leute, herzlich willkommen bei Mass Effect 3, die Legendary Edition. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mal wie geht's? Soldat, wo ist Ihr kommandierender Offizier? Geradeaus und um die Ecke, hinter der ersten Barrikade. Nicht schießen, Verbündete! Ja, macht's auf, du. Was ist mir eine? Versuchen Sie es nochmal. Mit einem Kommando an westlichen Flugfeld. Hören Sie mich? Nicht so. Nicht mal raus. Was ist kein davon? Ne. Bei allem Respekt, Sir. Wir kriegen keine Ahnung. Das ist ein Befehl. Ich erwarte Ihre Befehle. Oh, ich hab ihn. Bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartos, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General. Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich bin wegen Primarch Fedorian hier. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das kompliziert die Sache. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corinthus. Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelevan-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Asks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Wir machen das. Ich krieg Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Also gut, dann los. Ich sehe den Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade, vor Palamon. Na dann vorwärts! Warte mal. Danke. Reicht da wieder raus? Danke. Wo kommen wir da hin? Wo muss ich da hin? Danke. Von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. Na super. James, Sie reparieren den Turm. Wird gemacht. Kann zwar eine Weile dauern, aber ich gebe mein Bestes. Rotat. Da kommen Sie. Bereit, Liara? Darauf können Sie wetten. Schnappen wir uns diese Monster. Schnappt ihr euch. Oh, hallo. Erledigt, Commander. Bin auf dem
Hudson, da brennt's. General, hören Sie mich? Der Kommunikationsturm ist jetzt einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank, Commander. Ich kontaktiere das Bellerin-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist und ob er überhaupt noch lebt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, bis ich was von Ihnen höre. Verstanden. Shepard Ennis. Was sind viele? Ja. Ich höre. Ich habe Informationen vom Pelavan Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Sind unterwegs. Warte mal. Was mache ich denn? Stufenaufstieg. Ja, schön. Okay. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarche für Sie finden. Garrus! Garrus! Vakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rührend, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Palavan. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Palavan verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Er ist ein verdammt guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Palavan-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Kann er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das nicht warten, Joker? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit Zielflugfeld. Oh Gott. General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus. Ist das ein Witz? Bin direkt hinter ihm. Yeah, Garrus ist wieder da. Oh, die gehören zu uns. James, sind Sie das, der das so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Jetzt bin ich. Ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff.
sehen so aus. Hätte echt mal gesehen, einen Mass Effect Film. Also wirklich, so echt einen geilen Science-Fiction-Film mal wieder. Mit Raumschlachten. Au, da schießt jemand. Gut. Dann gehen wir da zurück. Shepard, bitte komm. Ja, komm schon. Schweine. Das sind echt viele, oder? What do you think this is? Was zum Teufel ist das denn? Scheiße! Ich bin hier runtergefallen. Aber war nicht. Oh Gott! Wer? Commander Shepard, hier ist General Corinthus. Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ender. Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Wow. Das ist hart. Das schaut überhaupt geil aus hier. Das hier. Der Planet. Hammer. Vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll.
Also wenn ihr das so seht, dann freue ich mich doch etwas auf Starfield. Hat ja ungefähr genauso ausgesehen. Das wird aber riesig und das ist das, was mich so etwas abschreckt. So wie Sachen, eigene Sachen bauen und so weiter. Scheiße, ich hasse diese Dinger. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel und zwar von vorne bis hinten. Ein Kampf abbrechen, das kotzt mich an. Aber sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Ja, stimmt. Alles in Ordnung? Jawohl, Sir! Wir schaffen das schon! Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Was habe ich da noch hinten, oder? Das war knapper, als mir lieb ist. Absolut. Überall Kampf. Also, Loco, glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Salarianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Das klingt übel. Okay, Beeilung. Was denn? Der Reaper nimmt mir den Primarchen weg. Direkt hinter ihm. Wo denn? Ich hab jetzt gar nichts. Das war ein Feind, oder? Hallo, da ist er ja. General Victus. Ja, ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander, ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Bakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht Sie woanders, General. Ich bring Sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine turianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten.
Da bin ich aber gespannt. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die Turianische Hierarchie. Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Warum zögern Sie? Sie sind alles, was ich habe. Sie sind perfekt. Der Krieg ist Ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. All diese Spezies zu vereinen, erfordert ebenso viel Kraft wie der Kampf gegen die Reaper selbst. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie sich... Komm mit mir mit! Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Vectus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist deutlich interessanter geworden. Kroganer. Rex. Die Asari haben diesen Weg schon einmal beschritten, Commander Shepard. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Ich habe versucht, die Dalatras zu beruhigen. Zu behaupten, sie wäre erbost, ist eine gewaltige Untertreibung. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Leider ist jeder Versuch, all diese Gruppen zu vereinen, zum Scheitern verurteilt. Und sie verstehen sicher, dass wir keine Zeit verlieren dürfen. Die Reaper stehen schon vor unserer Tür. Mein letztes Wort. Es tut mir leid, aber die Asari kommen nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Dann viel Glück, Commander. Leben Sie wohl. Keiner hilft uns. Alec, machen wir's. Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ja, alle haben das eigene Süppchen zu kochen. Okay. Gesamt, wir haben hier, was haben wir denn? Die hier, Marine Division, Flotte der Allianz. Im Moment halt nur Allianz. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf. Bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagte, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch. Aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelerin helfen, haben sie mein Wort darauf. Oh, danke. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelerin. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben.
Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde... Wenn die Kroganer uns auf Pelevin helfen, haben sie mein Wort darauf. Okay. Wie fühlen sie sich als Primarch? Anders, ich möchte bei meinen Soldaten... Oder das hier mal. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten? Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von ihnen. Sie wollten nie ein Anführer sein, aber ihr Volk stirbt, wenn sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Es wäre mal sehen. Wie sieht's aus auf Pelvin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Entschuldigung. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meine Zivilisation. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Pelevin. Und meine bei der Erde. Jo, und meine irgendwo. Wo muss man hin? Das ist 4, Videoleitung. Muss ich nicht hier mit irgendjemand reden? Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Mhm. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Uns zu den Mars-Archiven zu schicken, war genau richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Reaper uns an die Wand genagelt haben. Ich habe die gesamte zweite Flotte für den Rückzug der dritten und fünften geopfert. Verdammt, das war die vernichtendste militärische Niederlage der Menschheitsgeschichte. Tja. Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Gar nichts. Indem Sie die Speerspitze bilden. Sehr freundlich. Aber die Normandy ist nur ein Schiff. Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Das ist ein Vorteil. Aber gewinnt man damit den Krieg? Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard. Die Schlacht gegen die Sovereign vor 3 Jahren hat uns alles gekostet. Und das war nur ein Reaper. Ich hab's nicht vergessen. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben. Und sie beschaffen, was wir für das Proteaner-Gerät brauchen. Bleiben Sie dran. Hat Gerät gesagt. Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen, machten es aber trotzdem. Was Neues über Cerberus? Sie sind immer noch ein Fragezeichen. Die Aktion auf dem Mars legt nahe, dass sie dasselbe Ziel haben wie wir. Einen Weg, die Reaper aufzuhalten. Der Unbekannte schien anders als Saren nicht zu wollen, dass wir sie nur beschwichtigen. Man sollte meinen, wir stünden mehr denn je auf derselben Seite. Cerberus hat sich noch nie an unsere Regeln gehalten. Ich kenne ihren Plan nicht, aber mit den besten Interessen der Menschheit hat er nichts zu tun.
Der Unbekannte sprach von Kontrolle über die Reaper. Er schien das für den Weg zum Sieg zu halten. Er irrt sich. Tote Reaper sind der Weg zum Sieg. Er könnte es trotzdem versuchen. Ich habe Ihren Bericht über den Cerberus-Soldaten auf dem Mars gelesen. Wenn der Unbekannte eines gut kann, dann die Wissenschaft pervertieren. Aber es hat sich noch nie ausgezahlt. Und das wird so bleiben. Und Ehre. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Jo, Mori. Ich gehe jetzt da. Gut. So. Oh Gott. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie, Edi zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge, damit ihr ja dranbleibt. Und einschalten müsst. Wir müssen nächstes Mal auf Deck 3. Und ja. Kann mit dir noch reden? Ich versuche gerade die Systeme neu zu starten, aber etwas blockiert mich. Was da auch am Werk ist, es hat Edi offline geschaltet. Okay. Dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bye bye, Leute.